0-0 gespielt und doch ein Eigentor gefangen. Fußball-Raudis aus Rostock haben beim Spiel in Dortmund sich mal wieder kräftig daneben benommen. Und ebenfalls mal wieder ermittelt der DFB nach einer Böller-Attacke im Stadion. Die Druckwelle ist so groß, dass die Kamera auf dem Stativ wackelt. Der Knallkörper explodiert auf der Torauslinie. Absender, der Hansa-Fanblock. Und er hört plötzlich nichts mehr. Zlatan Alomerovic, der Torwart von Dortmunds zweiter Mannschaft. Im ersten Moment dachte ich, oh mein Gott, also nichts gehört. Da war so ein Druck und das war unfassbar. Ich noch nie. Der Torwart benommen, der Schiedsrichter unterbricht das Spiel aus Sorge vor weiteren Attacken. Hansa-Trainer Marc Fascher und Mannschaftskapitän Sebastian Pelzer trauen sich in die Fankurve und versuchen zu beruhigen. Eigentlich wollen sie doch nur Fußball spielen. Ja, darüber möchte ich ehrlich gesagt jetzt nichts sagen. Wir sind letzten Endes mit dem Punkt hier zufrieden. Oder froh, dass wir den Punkt geholt haben. Wir fahren jetzt damit nach Hause. Ich stand daneben, also man kriegt richtig Angst. Es geht durch Mark und Bein. Sorry, aber dazu möchte ich mich nicht äußern. Ach ja, Fußball wurde auch noch gespielt. In der ersten Halbzeit machen sich leider die blau-weißen Hansa-Trikots negativ bemerkbar. Blau-weiß, das steht ja eigentlich für Schalke. Darauf reagiert Dortmund allergisch. Torwart Kevin Müller verdanken die Rostocker das Unentschieden. Die erste halbe Stunde steht Hansa gegen den Tabellenletzten ordentlich unter Druck. Und das nicht nur wegen der Verlegenheitsinnenverteidigung um die Routiniers Holst und Pelzer. Hallo, wir spielen vorne auch noch mit. Dieses Signal setzt Hansa die letzten 5 Minuten einer mäßigen ersten Halbzeit. Ich glaube, dass wir dann zweite Halbzeit eine halbe Stunde richtig gut gespielt hatten, wirklich auch Torschancen. Und ja, ich gebe Ihnen recht, die beiden Halbzeiten waren ausgeglichen sozusagen und dementsprechend geht das Unentschieden auch in Ordnung. Mandy vergibt sich schließlich die größte Chance in einem Spiel, das keinen Sieger verdient hat. Am Ende verliert Hansa allerdings eine Menge Sympathien und wohl auch viel Geld wegen des Knallfrosches einer Knalltüte.